Herr Bischof, stimmate domnule primar, liebe Frau Ion, liebe Professores im Saale, meine Damen und Herren, dragi prieteni, ce zi frumoasă, ce ocazie importantă, ce localitate minunată, mă bucur foarte mult să văd să fiu aici împreună cu dumneavoastră. Wir haben Übersetzung, ich erlaube mir daher im Deutschen vorzufahren. Im Laufe des letzten Jahres, besonders natürlich am 1. Dezember, haben wir gemeinsam das 100-jährige Bestehen des modernen Rumäniens gefeiert. In diesem Jahr feiern wir im Besonderen die 100-jährigen Jubiläen der Bekenntnisse einzelner Volksgemeinschaften und Minderheiten zu dem neuen Staat. Dem Votum der Buchenlanddeutschen vom November 1918 folgte am 8. Januar 1919 die Nationalversammlung der Sachsen in Mediasch, unser heutiger Anlass, der noch im selben Jahr die Bekenntnisse der Bessarabiendeutschen und der Banater Schwaben folgten. Das sind große, feierliche, hochsymbolische Jubiläen und Anlässe in der Geschichte des neuen Staats. Sie werden es, meine Damen und Herren, unter allen Bedingungen, im gegenwärtigen politischen Umfeld, wo es einigen Kräften im Lande offenbar immer noch wohlfeiler erscheint, die Rolle der deutschen Minderheit in diesem gemeinsamen Rumänien zu verunglimpfen, sind sie es mehr denn je. Man kann im Falle der deutschen Minderheit, das wissen die Experten viel besser als ich, von Beitritt, von Eingliederung in den neuen Staat oder gar von freiwilligem Anschluss sprechen. Jetzt mal in Klammern der richtige Umgang mit dem inzwischen historisch belasteten Wort Anschluss erfordert einiges Fingerspitzengefühl, vor allen Dingen, wenn in der Übersetzung ins Rumänische das freiwillig verschwindet. Ich möchte es daher vor allem als das bezeichnen, liebe Freunde, was es nun wirklich im Kern der Sache war. Die klare Loyalitätsbekundung der deutschen Minderheit zum neuen Staat im Vertrauen auf die ihr bei dieser Gelegenheit zugesicherten Rechte, namentlich die politische und kulturelle Gleichstellung mit der Mehrheitsbevölkerung. Diesen fairen Pakt aus Geben und Nehmen, dieses Zeichen der Solidarität in zwei Richtungen feiern wir heute hier in Mediasch. Und das möchte ich den Geist von Mediasch in der Geschichte Rumäniens nennen. Meine Damen und Herren, auf die Gefahr hin, den feierlichen Charakter des Anlasses noch einmal für einen Moment zu verletzen, will ich doch klipp und klar Folgendes sagen. Wenn wir diesen Geist heute nicht mit aller Entschlossenheit, die zuvor erwähnten Stimmen, die sich noch in der jüngsten Vergangenheit diffamierend geäußert haben, verteidigen, ja wann denn bitte dann? Ich bin sehr dankbar, dass sich inzwischen sehr viele im Lande, insbesondere auch die Vertreter der jüdischen Gemeinschaften, gegen diese Diffamierung verwahrt haben. Nach unseren gemeinsamen Bemühungen auch hochrangige rumänische Politiker. Nur muss dieses gegebene Wort jetzt eben auch gelten. Doch auch Folgendes möchte ich in einem Atemzug sagen. Und ich sage es wirklich mit dem Brustton der durch eigenen Augenschein gewonnenen Überzeugung nach vielen Reisen in nahezu alle Teile dieses schönen Landes. Diese Stimmen sind Einzelstimmen. So laut sie tönen, haben sie doch nur ihre sehr begrenzte Grundlage und allzu durchsichtigen Ziele. Sie repräsentieren mitnichten die Meinung der großen Mehrheit der rumänischen Bevölkerung in ihrem Verhältnis zur deutschen Minderheit. Lassen Sie uns daher die Dimensionen wohl im Blick behalten, wenn wir uns entschlossen, gegen Erstere zu Wehr setzen und nie vergessen, wie Letztere denken und empfinden, um unser Handeln richtig auszutarieren und die Proportionen zu wahren. Und jetzt, meine Damen und Herren, kann ich wieder feierlich lachen. Mit 100 Jahren Mediasch feiern wir symbolisch auch die deutsch-rumänischen Beziehungen insgesamt. Diese suchen nämlich ihresgleichen. Deutschland ist heute einer der wichtigsten Partner Rumäniens
nahezu jeder Hinsicht. Und dies ist ganz wesentlich ein Erbe des Wirkens der deutschen Minderheit, ihres Wirkens über Jahrhunderte als autochthone Volksgruppe in diesem Teil der Erde, bis hin zu ihrer im deutsch-rumänischen Freundschaftsvertrag von 1992 genannten und nun ja schon sprichwörtlichen Brückenfunktion zwischen unseren Ländern heute. Nicht ohne Grund sind die Regionen, wo seit Jahrhunderten auch deutsche Seelen, wo es deutsche Schulen gab und gibt, deutsche Studiengänge und gegenwärtig mehr und mehr auch Berufsbildung nach deutschem dualen Modell, heute auch wirtschaftlich so erfolgreich. Kann es ein überzeugenderes Zeichen der Wertschätzung dieses Erbes von Seiten der gesamten rumänischen Bevölkerung geben, als die Tatsache, dass die Nachfrage nach Deutsch und Deutschem in all seinen unterschiedlichen Inkarnationen heute größer zu sein scheint als je zuvor. Warum ist das so? Weil dies von vielen, von Eltern, Schülern, Studenten, Auszubildenden als ein Schlüssel zum Erfolg im Leben gesehen wird. Denn natürlich geht es hier doch um viel mehr als um Vokabeln und Grammatik. Es geht um Werte, um Chancen und um Zukunftsperspektiven. Hier im Lande, in unserem gemeinsamen Europa und im internationalen Umfeld insgesamt. Und ich freue mich auf meinen Reisen, den schon erwähnten, immer häufiger festzustellen, dass junge Menschen gerade in jenen Regionen des Landes angekommen, auch ihre Zukunft für sich und ihre Familien dort sehen. Meine Damen und Herren, erfreuen wir uns an diesem impliziten Kompliment, das so täglich dem Erbe der Minderheit zuteil wird. Tun wir aber vor allem unser Bestes, dem großen Interesse und der Nachfrage weiterhin gerecht zu werden, nämlich mit unserer Lehrerförderung an Muttersprachschulen, mit dem Bau, dem Ausbau und der Pflege der deutschen Schulen im Lande, mit der Stärkung der Hochschul- und Forschungszusammenarbeit, mit der Ausbildung der dualen Berufsbildung von erfolgreichen Pilotprojekten, wie wir sie haben, in Vorreiterregionen zu Netzwerken im ganzen Land, mit zivilgesellschaftlichem Engagement, wie es im Umfeld der deutschen Foren, der demokratischen Foren der Deutschen vom Bergland bis zum Burgenland deutlich wird. Und bei Jubiläen von Wirtschaftsclubs und Kirchenfesten, bei jährlichen Kulturwochen oder durch privates Engagement so vieler Einzelner und erfreulicherweise auch dort zunehmend aus der Enkelgeneration. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Rumänien, nach meiner festen Überzeugung, braucht und möchte all dies auch heute. Und heute vielleicht sogar mehr denn je. Die große Mehrheit der Bevölkerung sieht das so. Und darauf können besonders Sie, die Vertreter der Minderheit, stolz sein. Und genau deswegen verteidigen wir dieses Erbe heute gemeinsam auch so entschlossen gegen die Vermehrung und Anfeindung. Natürlich zum Wohle der Minderheit selbst, aber ebenso sehr zum Wohle Rumäniens insgesamt, zum Wohle unserer deutsch-rumänischen Freundschaft und zum Wohle unseres gemeinsamen Europas, gemeinsamer Werte. Und das zu Beginn der ersten rumänischen EU-Ratspräsidentschaft. 100 Jahre Geist von Mediasch. Heute so aktuell wie vor 100 Jahren, vor einem Jahrhundert. Geist der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität. Er lebe hoch. Lange